Schwanzer Kampf. Daniel extrem abgetroffen. Amateur, Schachbox, Weltmeister already. Und wir werden gucken, inwiefern Lukas dagegen halten kann. Meine Prognose ist, Lukas wird versuchen, ihn im Boxen zu attackieren. Tatsächlich spielen die beiden schon wieder richtig schnell los, eigentlich das, was man nicht machen soll. Und wir alle sagen, Mensch, am Anfang der ersten Boxrunde, in der ersten Schachrunde, lass dir Zeit, zieh langsam, mach keinen Fehler. Ja, dabei hacken die beiden die Typen jetzt aufs Brett, als ob es darum geht, noch eine Bulette zu essen nachher. Ja. Also, ja, ich verstehe das immer nicht. Ich meine, Daniel ist jetzt auch schon wirklich lange dabei, er hat schon 9 Schachboxkämpfe gemacht. Ja, aber man muss auch sagen, ja, sie haben ihre Theorie drauf, ja, ja, geschlossene Öffnung, ja, jetzt kommt Daniel, öffnet das Brett in der Mitte, greift gleich mal an, sagt, okay, mal gleich mal gucken, was Lukas hier macht. Oh, okay, da wird es gleich heiß, ja, ja, da schauen sich die Figuren so ein bisschen in der Mitte, mal gucken, ob der Daniel das ausnutzen kann, ja, den gibt schon was in der Luft, ja, den hat er gesehen. Da macht er einen Stöpsel drauf. D4 stöpselt das Zentrum zu. Ja, da fließt erstmal kein Wasser mehr raus in der Mitte, so viel kann man sagen. Ja, und ja, findet den einzigen Zug, den er hat, mit Läufer G5. Aber Daniel sagt ganz kontrolliert, den trenne ich mal zurück in Läufer. Das heißt noch keine Materialverluste. Aber die spielen beide unheimlich schnell. Wir sehen es gerade bei einer Minute Zeitverlust bereit. Daniel sogar nur 45 Sekunden verbraucht. Es scheint seine Strategie zu sein, Lukas auf jeden Fall auf der Schachbrett unter Druck zu setzen. Aber er reißt auch schon viele Löcher in seine Stellung. Er prescht mit dem Bauern nach vorne. Und wenn sich die Schach auskennt, der weiß, das kann auch manchmal ordentlich nach hinten losgehen. Mit. Weil eins wissen wir, eine Schachregel sagt, Bauern kann man nicht zurückziehen. Ja? Die kann man nur nach vorne ziehen. Und wenn ich nach vorne gezogen habe, dann muss ich auch auf diese Bauern aufpassen. Ja? So, first chess round, second boxing bout tonight. Lukas against Daniel Soloviev, Lukas Jambuski. On the clocks, they're quite even, but Daniel is attacking on the kid side. The fight's pretty open, and we have to see how Lukas will react on this kick side attack of Daniel. Also, das sieht ganz so aus, als ob Daniel abrufieren möchte und also, das Brett, das steht schon richtig in der Hand. So kann man sagen, da geht schon richtig die Post ab. Yeah.
Yeah.
Your heart.